Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo geht es um den deutschen Dichter Friedrich Maximilian Klinger, der also ungefähr die gleichen Lebensdaten wie Johann Wolfgang von Goethe hat und mit ihm auch noch zwei andere Dinge, eigentlich sogar drei andere Dinge gemeinsam hat. Zum einen gehört er zu den Dichtern, die dem Sturm und Rang zuzuordnen sind. Zum anderen schrieb er ein Buch, das Faust hieß und. Das gleiche machte ja auch Goethe. Und schließlich gibt es noch einen Bezugspunkt zu ihrer Herkunft. Beide stammen also aus Hessen, sind also Söhne der Stadt Frankfurt am Main. Wobei Goethe mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde. Der kam ja in Frankfurt am Main als Sohn eines Ratsherrn, der zwar aus dem Thüringischen eingewandert war aber seine Mutter war schon seit Generationen in Frankfurt zu Hause. Also ist Goethe ein klassischer Fall von begabten Förderung, währenddessen Klinger sich als Sohn einer Wäscherin und eines früh verstorbenen Vaters schon seit seiner frühesten Kindheit durchs Leben schlagen musste. Er kam also aus der untersten gesellschaftlichen Schicht. Umso erstaunlicher ist es, dass beide, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.